dauert jetzt natürlich nicht eine Weile, bis da geschmolzen. Kürbis, also Kupfer kriege ich ja en masse, muss man immer sagen. Wenn ich nichts bekomme, Kupfer bekomme ich. So, seid ihr jetzt auch stapelbar? Nein. Gut, dann haben sich hier schon Mutationen gebildet. So, dich und dich brauche ich nicht. Weil ich mit dir nichts anfangen kann. Aber wie schon gesagt, haben sie schon Mutationen gebildet und deswegen sind die nicht mehr stapelbar, sind keine reine Kammern mehr. Von daher, das läuft aber gerade. Muss man ja mal sagen. Huch. So, meine Energie ist auch gleich wieder voll. Ja gut. Gleich ist ein bisschen übertrieben. Und wie schon gesagt, ich bin eigentlich schon überlegen, ob ich mal ein 7 Days to Die Let's Play, beziehungsweise das Spiel Let's Play. Weil ich finde es ganz lustig. Es ist eben halt eine Mischung zwischen Minecraft und irgendwelchen anderen Spielen. Aber wie schon gesagt, ich finde das Spiel geil. Das ist ein schöner Schockfaktor. Da würde ich es aber so machen, wenn ich immer gestorben bin, da werde ich eine Pause reinmachen und dann eben halt später noch ein anderes machen. Aber da spielen eben halt auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel eben halt, wie weit spiele ich das, mache ich das, mache ich dann eine Pause, wenn ich immer gestorben bin. Was ist denn das dort? Mache ich eine Pause, wenn ich gestorben bin und. So, ach Quatsch. So, mein Anzug ist wieder voll. Beziehungsweise die kleine Batterie, die hier irgendwo drin ist, ist wieder voll. Shock Absorber. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich bin ja am überlegen, ob ich nochmal dorthin reise. In die Welt und das Vieh da kille. Hallo? Und da haben wir immer noch keine Schnitter dagegen haben, also keine Chance. Oder ob das jetzt einfacher ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So, da kommt der Mist hier erstmal wieder rein. Später werden wir mal weitermachen mit unserem Tunnel. Unserem Galas-Tunnel. Ernsthaft, das ist jetzt echt der Falsche. Scheiße. Was brauche ich denn dafür? Hab ich die Bücher davon noch da? Ich weiß es nicht. Na gut, ist jetzt auch erstmal egal. Ist das falsche Material, beziehungsweise der falsche Gegenstand. Von daher funktioniert es nie. Und das bedeutet für mich jetzt erstmal wieder schlafen gehen. Die Zeit vergeht irgendwie relativ schnell, muss ich. Wirklich schnell, muss ich mal sagen. Und versuchen, ob es mit dem Stick klappt, mit dem stinknormalen Stick. So, hups, hups, hups und hups. Ne. Was bist denn du?
Oh, hier fehlt was. Na gut, müssen wir uns eben halt mal wieder althergekommenen Art eben halt im Handbetrieb machen. Muss ich später mal gucken, was man dafür brauchte, klar nochmal. Ich hab's vergessen. Aber ist ja, glaube ich, bei mir auch nichts Neues, dass ich irgendwas vergesse. So. Ja. So hoch. So. Können wir erstmal schnell weitermachen. Ich schuldige hier mit den mächtigen Creepern. Na, eigentlich nicht wirklich, aber ich finde die Steine geil. Die haben irgendwas. So, wird so ein bisschen relativ klein. Aber naja. Na komm, jetzt. So, hab's. Huch. So, dann hier noch eins hochziehen. 1, 2, 3, 4, 4, 4 und 4. Perfekt. Bauer auf und reise nieder, hast du Arbeit immer wieder. Warum ich bei diesen Bauaktionen eigentlich immer so still bin, kann ich euch irgendwie nicht sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich mich da immer versuche, ein bisschen zu konzentrieren. Was aus dem Turm wird, kann ich immer noch nicht sagen, weil mir fällt es immer noch nicht ein. So, und hier noch eine Türe rein. So. Eine schöne Döp. Ja. Schöne Doppelschwingtüre. Huch, Alter. Also ich muss ja sagen, der Regen, da ist immer noch scheiße laut. Ich verstehe jetzt zum Beispiel gerade mein eigenes Wort gar nicht mehr. Von daher bin ich auch ein bisschen leise gerade. Weil... Egal wie der Mensch gestrickt ist, wenn er redet, muss er sich selber hören. Deswegen, wenn man Kopfhörer auf hat, fangen die meisten Leute an zu plägen, weil die sich sonst nie selber hören. Und naja. Wie sieht's denn hier aus? Na, auch klar fertig. Na. So. Bist du eigentlich für einen Brunnen? Normaler Brunnen, schade. Ich dachte jetzt eigentlich, das wäre so ein Lavabrunnen gewesen, den ich mir basteln wollte. Aber da habe ich mich anscheinend gerade geirrt. So.
So. Ach nee. Das so typisch ist ja auch noch immer, es ist ja bloß, wenn ich aufnehme, fängt das an zu regnen. Als ob das Spiel wüsste, guck mal, da läuft ein Programm im Hintergrund, ich will das nicht. Naja. Kann man halt nichts machen. Jetzt hat es mir gerade einen abartigen Leck gegeben. Ich weiß, das, was ich hier baue, ist eben halt noch nicht so toll oder so pompös, wie man es eigentlich von anderen Leuten gewohnt ist. Aber ich bin eben halt kein anderer Leut, ich bin ich und ich will das jetzt so machen. So. Wo ich eigentlich mal gedacht habe, der Regen, es regnet nicht, wenn man schlafen gegangen ist. Aber ich glaube, darüber habe ich mich schon ausgiebig aufgeregt, dass es eben halt trotzdem so ist. Man geht pennen und was passiert am nächsten Tag? Es fängt an zu regnen. Ah, zum Heulen. Egal. Was soll's? Ist das laut? So, da schauen wir mal. Ja, es hat wieder einen halben Tag geregnet. Ich find's toll. So, wir haben es um 5 Uhr abends, also jetzt muss ich überlegen, 17 Uhr. Das bedeutet für mich, ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. So. Ne, 17 Uhr, ja, habe ich doch gerade gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Na komm und geh auf. Na los. Ich kann schon, gut. So, nichtsdestotrotz werde ich erstmal wieder eine Aufnahmestopp machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken.
Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Lasst Kritik da. Ihr könnt natürlich auch Lobeshymnen reinschreiben. Und naja. Und ich würde sagen, man sieht sich dann das nächste Mal dann. Tschüss.